In einer Gegend wie dieser hier im zentralen Niederösterreich kann man auch heute noch hin und wieder den europäischen Feldhasen antreffen. Servus! Der Numismatiker kennt aber auch andere Hasen, nämlich solche, die auf Münzen dargestellt werden. Wie dieses kleine Kupferstück hier, auf dem ein Hase nach rechts hoppelnd zu sehen ist. Diese Münze stammt aber nicht aus dem heutigen Österreich, sondern aus der heutigen Südosttürkei, aus einer Stadt namens Siirt. Geprägt wurde sie im 14. Jahrhundert nach Christus, und zwar von einem Herrscher der Dynastie der Ilchaniden namens Abu Said. Die Ilchaniden waren die Nachfolger des berühmt-berüchtigten Mongolenherrschers Chinggis Khan, und Abu Said war ihr letzter bedeutender Regent. Obwohl das eine islamische Münze ist, ist dennoch darauf ein Tier dargestellt, denn solche Ausnahmen gibt es immer wieder. Und im Gegensatz zu dem Hasen, den wir hier am Feldrand gesehen haben, braucht der ilchanidische Hase keine Karotten.